So, hallo Leute, so, willkommen zum 17.5. Shop-Updates. Neuer Skin ist drin, aber immer noch nicht die weibliche Version von der von dem Orix, genau. Dann kommt bestimmt noch Mario. Zwei Stile. Abgesehen ist ein Fan-Konzept, das jetzt auch im Spiel reingekommen ist. Muss sagen, ist nicht schlecht. Sieht nicht schlecht aus. Für 800 kann man sich eigentlich gönnen. Und dann noch zwei Stile. Warum nicht? Einsicht wieder drin. Und Weitschuss. Drin. Null. Flop-Bär. Oh Gott. Kann ich nicht richtig aussprechen. Krötenschild mit Gleisstil. Spitzhacken kommt dazu. Die sehen ekelhaft aus. Der Liebesranger, der war auch lange nicht mehr drin. Oder, naja, oder war der, was war das letzte Mal drin? Valentinstag, genau, Valentinstag war das letzte Mal drin. Ja, 3 Monate her. Jetzt fällt ja immer einen anderen Skin für Rutner. Das verwirrt richtig. Aller Nullpunkt. Auch lange nicht mehr drin? Oder war da letztens dran? Ich weiß nicht mehr. Also ich frage, wie man Lara Croft in Gold bekommt. Du musst zur neuen Insel da, wo der weibliche OJ-Skin ist, mit Lara Croft natürlich am besten in dem grünen Outfit und sich die unter Sturmgewehr da klauen. Dann kriegt ihr automatisch direkt auch die goldene Version. Was er sich Match beenden oder einfach rausgehen, also eliminieren lassen oder sich einfach so rausgehen. Damit hat man den auch automatisch dran. Mit den Füßen kann ich auch, aber das ist ultra schwer. So in die Hocke gehen und dann die ganze Zeit. Ja, The Walking Dead ist noch drin, Beast Boy und Batman Zero, Ritter der runden Tafel, Doppelagentenpaket und Shadow Spitzhackenpaket. Sehr, sehr nice, Leute. Alles okay.